Im Jahr 1899 neigte sich das Zeitalter der gesetzlosen Revolverhelden seinem Ende zu. Amerika wurde ein Land der Gesetze. Selbst der Westen war zum Großteil gezähmt. Ein paar Banden trieben sich noch herum, doch sie wurden gejagt und zur Strecke gebracht. Und los geht's, liebe Freunde, mit Red Dead Redemption 2. Endlich ist es soweit. Ich freue mich riesig. Ich bin der Sarazar und ich werde dieses Game gemeinsam mit euch durchzocken. Live auf Twitch, wer dabei sein will. Und als Folgen auf YouTube. Da geht's schon stürmisch los. Im Wilden Westen, der nicht mehr so wild ist, wie wir in Erfahrung gebracht haben. Ich freue mich riesig auf das Spiel und den ersten Teil habe ich ja auch gezockt. Könnt ihr bei mir auf dem YouTube-Kanal gucken. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay, Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Und da geht es los. In windigen Gefilden. Ich bin ja ein Riesenfan der Red Dead-Reihe und hab mich so gefreut, dass das Spiel jetzt endlich erscheint. Kapitel 1. Coulter. Bring him in here! Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny. Sean, Mac, they may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we are gonna ride out, and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before.
Mr. Pierce, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Okay. Geile Grafik, Leute. Richtig schön sieht das aus. All right. Let's head out. Eine richtig krasse Atmosphäre. What we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close and we'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, das sieht so richtig cool aus. Die Atmung kommt übelst gut rüber, auch mit der Laterne und so. Wie das Pferd durch den Schnee watschelt. Nicht einfach nur eine platte Fläche, sondern wir hinterlassen richtig Spuren. Und Rockstar Games lässt sich da natürlich nicht lumpen. Ich bin gespannt, ob das Spiel wirklich so gut ist. Der erste Eindruck ist schon echt nicht schlecht. So können wir das Pferd verlangsamen. Alles klar, mit R1. Mit X sind wir schneller. Die Standardsteuerung, die wir auch aus Red Dead kennen, teilweise. Und aus GTA, da hat sie auch Ähnlichkeiten. Mist, ist ja auch derselbe Entwickler wie von Grand Theft Auto, Rockstar Games. We'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. Giddy up. Ja, und es wird nie ein Rockstar-Game übersetzt. Das Spiel ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln. So machen die das ja auch immer. Wait, is that someone coming towards us? Wir spielen übrigens auf der PlayStation Pro. So viel zu den Informationen. Was ist da los? Man sieht kaum was. In dem Schneegestöber. Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davey was a real fighter. Both of them calendar boys is. Or was. Yeah. And Mac, Sean? We don't know. Quite a business. Aber hinterher kommen wieder den Jungs. I'm glad you're all right, Micah. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere, too. Hey, Arthur, let me take the rear. You move up. Okay, und so bleiben wir in der Geschwindigkeit. Das kriegen wir jetzt alles beigebracht. So ein bisschen Tutorial natürlich, wo man die Steuerung gelehrt kriegt. Und vielen Dank für die Unterstützung hier bei Twitch mit dem Twitch Prime Sub. Da unterstütze ich mich natürlich an den guten Don Sven und an die Anna. Dankeschön für die Bits an dieser Stelle. Wobei ich hier bei diesem Let's Play, zumindest in atmosphärischen Situationen, darauf auch nicht so viel eingehen werde. Ihr versteht sicherlich, warum.
auf Spenden und solche Sachen. Vielen Dank dennoch. Und vielen Dank alle Follower, die bei Twitch hier live mitschauen. Und wie gesagt, bei YouTube. Auch natürlich vielen Dank für alle, die nichts verpassen wollen und mich bei YouTube abonniert haben. Und wenn es euch gefällt, haut da doch gerne auch mal einen Daumen nach oben. Also ich muss sagen, bisher, Ersteindruck, das Spiel wurde ja schon vorab sehr gefeiert. Und es hat eine übelste Atmosphäre. Warum habe ich keine Facecam an? Genau aus dem Grund. Ne? Weil es eben so eine tiefe Atmosphäre hat. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Okay, let's head down there. Oh, da soll ich nicht runter, da kann auch der Schnee abrutschen, ey. Oh, wie geil das animiert ist auch. Jetzt mit den Pferden da runter. Geiler Start. Und lustigerweise ist ja auch der Start von GTA im Schnee. Von GTA 5. Let's hitch up here. Nähere dich dem Anbindepfosten. Das kriegen wir, glaube ich, noch irgendwie hin, hoffentlich. Okay. Super Animation halt, wie realistisch das aussieht. Let me handle this. We don't want to spook these fine people. Sounds like quite the party. Yeah, kommen wir doch genau richtig, Freunde, oder? Wir spielen übrigens einen gänzlich anderen Charakter als in Red Dead Redemption. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay low, both of you. Okay, begib dich zum Schuppen. Arthur, what are you doing? I said get out of sight. Okay, ich gehe halt zu darüber. Dann gehe ich halt zu dem da. Sehr gut. Arthur, take cover in that shed over there. Also in Ordnung? What are you doing? Ach so, ich soll da reingehen. Ja, dann... keine Sorge. Meint der den hier oder was? Wo soll ich denn hingehen? In den Schuppen da vorne? Und dann machen wir das halt so. Denken sich wahrscheinlich auch, oh, was soll der Mist? Erstmal ärgern hier. Sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. Fuck. No, I just Arthur, need some. There's a body of food in the wagon. Or something. I hear you. Just. Gentlemen, keep your eyes on Dutch. Please. I think you should go now, but... Okay. Erstmal orientieren hier. Ich muss ja auch erstmal auf die Steuerung klarkommen. Now, friend. I ain't asking for much. Please. I am kind of desperate. Hey. I don't believe it. Come here, partner. Come here. Oh Mann, was für... Goddamn Dutch Vandalin, you moron! Shit! Look out! Da musste leider sein, ja. Ach du Scheiße. Da geht die Schießerei los hier, im Wilden Westen. Und ich als alter Analogstick-Legastheniker. Das kann ja was werden. Yeah, Mann. Ah, der ist noch... Hätte kurz werden, kurz sein, das wäre einer von unseren Guys. Ach, du heilige Scheiße.
Das mal eskaliert. Boys here. Why? I don't know. Maybe same reason as us. Micah, go bring the horses closer to the house. Arthur, let's go search the cabin. Nice. Sounds like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. Okay, die Bande ist tot, die Bande ist gerichtet. Und wir übernehmen jetzt den Laden sozusagen. I'm starving. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Hunger und Durst haben wir also auch. Ach so, können wir die Taschen öffnen. Interessant. Klassische Haferplätzchen. Hm, da essen wir doch mal eins. Hm, lecker, lecker. O'Driscoll's. I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here, too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Hm. Das sieht ja echt schon interessant aus. Das Coole ist, der Charakter wird sogar dicker, wenn man ganz viel isst. Wenn man viel rennt, nimmt er ab und so, also... Das Platz ist dry und warm. Wir könnten vielleicht die Frauen und Jack down here. Vielleicht. Wir werden sehen, wie sie sind, wenn wir zurückkommen. Ich will nicht wirklich, dass wir uns zusammenfassen. Nehmen wir mal ein bisschen von dem Stuff hier. Ah, können wir alles gebrauchen. Alles in die Tasche damit. Und jeder Gegenstand im Spiel existiert auch wirklich, was auch phänomenal ist. Das bedeutet. I'm going to start packing the horses. You keep looking. Okay, mein Lieber. Anything you think we can use, then meet me out here. Es gibt also keine unendlichen Taschen. Der steckt jetzt wirklich da irgendwie in dieser Tasche angeblich und so weiter. Es werden Sachen verschoben und ja, total neu genutzt und wieder. Werdet dann alles checken, was ich damit meine. Das soll super komplex sein. Und ich bin selber sehr gespannt darauf, was wir da noch erleben. Der Anfang ist natürlich erstmal chillig. Ja. Oh, wir gucken uns erstmal gemütlich um. Die Schublade können wir auch mal öffnen. Ah, so eine Halskette braucht doch keiner mehr. Weltmeister Bild 4 und Premium-Zigaretten. Da ist doch mal was. Okay. Ich glaube, hier haben wir alles soweit genommen, oder? Können wir hier noch was nehmen? Ah, können wir untersuchen. Hm. Poor bastard was married too. Verheiratet war er. Jetzt lebt er nicht mehr. Aber wo ist denn eigentlich seine Frau? Okay. Wir haben Essen. Immer ein bisschen. Ah, den Fisch nehmen wir auch noch mit. Oder was war das? Rindfleisch war das. Hier können wir auch noch was mitnehmen, oder? Nee, es sieht alles zerdeppert aus. Das ist cool. Geht's nach oben? Und dann gehen wir mal hoch. Come on, Arthur. Get a move on. Ja, bleibt mal locker. Just let me finish searching the place. Nice. Ah, noch ein bisschen Essen und so weiter. Liegt hier noch irgendwas Interessantes? Auch nichts. Wir haben die anderen gepennt scheinbar. Da pfeift aber auch gut der Wind durch hier, durch das Gehege. Oh, weiß nicht. Ich glaube, wir haben ja alles abgecheckt, oder? Ich könnte da hinten natürlich nochmal gucken. Wobei, Moment mal kurz. Geh mal schneller. Gerade kann ich hier noch irgendwas... Aha, Medizinschrank ist nämlich wichtig. Ach, gut, dass wir nochmal geguckt haben, Leute. Wir haben ja Zeit mitgebracht. Ist das ein cooles Game?
Wahrscheinlich können wir auflassen. Hier ist nichts mehr außer ein bisschen Unterwäsche, Alte. So, da haben sie sich gebadet. Und hier, doch, da sind noch Kekse. Und noch ein bisschen Dosenobst war da gerade auch, Mensch. Und ich das nur übersehen. Hier noch was. Man muss echt genau gucken, ne? Nicht so, dass man da... dass man da alles so easy angezeigt bekommt. Gut, ich will euch jetzt aber nicht weiter aufhalten hier. Wir haben genug gefunden, glaube ich. Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin. See what we missed. Sure. Okay, dann mal rüber zur Scheune. Es wird auch auf der Karte angezeigt. Hatte ich eben gar nicht gesehen, aber ist ja ganz klassisch eigentlich. Untersuche die Scheune. Da vorne, das war übrigens die Toilette, wo ich mich zunächst verstecken wollte. Ein ziemlich groß ausgebautes Dixie-Klo. Schön Holzverschlag und Herzchen. Oh Gott, ob hier noch wer ist. Irgendwie ist es gruselig, ne? Soll ich jetzt mal an der Seite gucken? Oh Mann, Freunde. Okay, wir gehen rein, ne? Wow, ich wusste es. Bastard shot my cousin. Well, he started it. I'm gonna break your neck. What's going on? Now, this guy just jumped me. Oh, did he now? Patsch. Junge, jetzt kannst du dich aufsenken. You little bastard. Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Where's Colm O'Driscoll? Kann ihn auch schlagen. Where are the others? At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Der weiß noch mehr, oder? It looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. I don't know anything else. Please. Okay, it's down, oder? They don't tell me nothing, I swear. Komm noch ein. Vielleicht verrät er uns dann wirklich nicht. Hä? Bist du dir sicher? Okay, wir verschonen ihn, oder Freunde? Was sagt ihr? Oder nochmal? Okay, er ist ohnmächtig. Und er wusste wohl nichts. Boah, krass, wie das Pferd aufgeschreckt ist. Ja, ihr hättet ihn verschont. Ich dachte, wir kriegen vielleicht noch eine Info raus, aber den Schlag hat er nicht mehr vertragen. Oh, da will ich gar nicht in die Deckung gehen, weil ich falsch taste. Hebe deinen Hut auf. Wo ist denn der? Nee, Würgen hat er nicht verdient. Ne? Er hat jetzt ein Schlägchen bekommen, wird jetzt ein bisschen schlafen erstmal. Weil er ist ja auch nicht tot oder so. Wir will ihn ja nicht umbringen. So, das ist ein schönes Pferd, ne? Oh. Ganz ruhig, ganz ruhig, ja? Ja. Eieieiei, der ist echt. Easy there. Easy. Ganz ruhig. You're alright, boy. Oh, nice. Ich gucke aber erstmal kurz, ob hier noch was Wichtiges liegt, aber ich glaube nicht, ne? Ne, okay, komm. Oh, jetzt reitet das Pferd noch eben mal über ihn drüber. Oh, das ist aber ein schönes Pferd, oder? Ein richtig schönes Rossi. Haha.
Verdammt. What the hell do you think you're doing? Wo war die? Leave her alone. I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss. Are you... Fucking fool, Michael. Miss. Now, it is going to be okay. We mean you no harm. Miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago, and my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss. It's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Was ein geiler Anfang, Leute. Das Spiel ist ja wohl der Knaller. Die gute Hütte. Ja. Hey! Somebody's coming! Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back! How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler... Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Und die ganzen Namen Dutch Vanderlyn, Bill Williamson und so weiter werden einigen Red Dead Redemption-Kennern was sagen, ne? Wie gesagt, schaut euch gerne auf meinem YouTube-Channel an. Den ersten Teil, er war auch genial. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed, and he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that.
Well, it wouldn't be the first time. Take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. There's some tracks leading to the river. Ja, da waren irgendwie gerade ein paar Fehler in unserer Bit- und Sub-Anzeige. Sorry dafür, ich habe das mal kurz ausgestellt einfach. It's cross. See, they continue up that way. Where you going? Boah, sieht das krass aus. Ich werde ja schneeblind gleich hier. You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but could be anyone. Let's just see where they lead. So. You were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Watch out for this crevice. Oh ja, vorsichtig. Dutch killed a girl in a bad way, but it was a bad situation. That ain't like him, though. Vorsichtig hier, der Abgrund. They continue along the cliff wall here. Ja, man sieht die Spuren im Schnee. Davey got shot. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Sehr nice. Kinokamera war das gerade. Damn snow's coming in hot again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Das sieht natürlich auch mega cool aus. Da freue ich mich natürlich auch Kurzfilme zu machen vielleicht und sowas. Wenn ihr auf Bock habt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Haben ja auch so einen Fortnite-Kurzfilm gemacht. Und schon welche zu GTA. Und ich freue mich auch auf den Multiplayer-Modus davon, der nachgereicht werden soll, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Watch yourself, it's not very wide here. You're okay, boy. Come on, boy. Ein schöner Abgrund. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Ich weiß gar nicht, ob der Rockstar Editor halt, der wird dann ja nachgelegt wahrscheinlich mit der PC-Version, kann ich mir vorstellen. Und das wird noch dauern wahrscheinlich auch, bis man dann Kurzfilme damit machen kann. Für die Frage hier im Chat gerade live. Oh Mann, Freunde, Freunde, Freunde. John was riding that horse when we left Blackwater. Let's see if he can hear us. Denton? Come on! Up there! Ja, geh du ruhig vor. Das Spiel ist echt der Hammer. Also ich habe jetzt kaum gespielt bisher und bin schon begeistert von der Atmo. I don't think we can go much further on the horses. We have to walk from here. I'd grab that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead? Okay, hier gibt's leider nichts, ne? Waffen auf Pferd. Da kann ich die aufs Pferd packen und wieder abmachen oder was? Tennessee Walker. Habe ich den am Start?
Nice. Oh, der Wind, ey, der pfeift echt. Okay, ach, ich habe auch eine Schrotflinte da. Okay, Waffe auf dem Pferd. Und jetzt Gegenstände oder was? Kann ich wechseln? Ich habe doch hier keine Waffe dran. Ah. Sehr schön, so kann ich die Waffen wechseln, oder? Und alles, also man sieht jetzt schon, hat man gut gesehen, man trägt nichts beim Mann. Ne, nicht alles, man kann nicht alles tragen, was ich mit den Gegenständen wieder meinte, sondern man muss die Waffen auch zurück an ihren Ort tun. Ich meine, die Knarre hätte ich jetzt da liegen, die hätte ich in meinem Holster liegen lassen können, glaube ich. Aber man kann halt nicht 25 Waffen mit rumschleppen oder so, die dann unsichtbar in irgendeiner Unterhose versteckt sind, wenn er versteht, was ich meine. Watch out here. Oh, hier wird's glatt. Mierda, we're high up here. You're telling me. Help me! Drops down here. Watch yourself. Okay. Aber mal so runter. Be careful. Shit, wir müssen echt höllisch aufpassen. Boah, wie krass das ist. Hier an dem Hang entlang. Okay, from here. Gut, dass wir den Javier dabei haben. Stay close to the wall. Up here. Come on. Gap here. Sounds closer now. Come on. We're coming, John. Na, komm schon. Oh, da muss er sich richtig anstrengen. Damn, it's cold. Boah, der Blick hier. Wir sind aber verdammt hoch, Mann. Jetzt kriegen wir dann noch Kälteprobleme. How you doing? I'm miserable. Been a tough few days. I know. Here, take a drink of that. Thanks. I'm not designed for this snow. Let's keep moving then. Come on. John, can you hear me? John, we're coming. John Marston. He's down here. Ein Wiedersehen. Hey! All right. Hot down, Marston. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. Ja, und da ist er. Unser Held, unser Ehemann. So good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. John Marston wird gerettet. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. Sure you did. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Look up there. Die verdammten Wölfe. You head for the horses. I'll keep
keep John's friends off until you're clear. All right, John, come on. Let's get you on that horse. So, wir machen besser kurz einen Prozess, ne? Damit die Pferde nicht durchdrehen. Verdammter! Good work, Arthur. Okay, let's get going before any more of these bastards show up. Müssen die eigentlich zerlegen, ne? Okay, dann packt ihr mal aufs Pferdchen. Und dann heißt es raus aus der Schneehölle. Boah, ne, echt, wird man echt schneeblind hier. Der John blutet stark. Come on then, let's get back to the others. I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. You knew a fella? Got bit by a dog. Died an hour later. You ain't gonna die. Not yet. Noch nicht. Mit der Pferdesteuerung muss ich schon noch ein bisschen klarkommen. Vor allem Schnee scheint ja auch anders zu sein. Up there! More of them! So, jetzt die verdammten Wölfe. Look out on the right! We got more wolves on the left! Gotta get there, Key! Get the hell out of here! Get out! Diese verdammten. Control that horse. You see any more, Arthur? Don't think so. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thank you for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. We should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. We don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Wow, das sieht aber auch nicht mehr so frisch aus. Also frisch könnte es doch sein, wegen dem ganzen Eiszapfen da dran. Come on! Someone help John down off this horse. Can we get some help here? Oh, wie kalt es hier ist. Da fühlt man richtig... We get some help. We need some help here. Come on, help him down. You're alive. You're alive. Here we go. There we go. Ay, careful, idiotas. It's his leg. Oh, come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're going to get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss. Let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Na, das haben wir doch gern gemacht.